Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Michael hier am Start. Und wir haben hier ein verlassenes Wohnhaus mit Scheune. Und ja, wir schauen uns das Ganze an. Wenn ihr Bock drauf habt, seid mit dabei. Viel Spaß. Ja, hier haben wir schon mal das Wohnhaus und hier die Scheune. Ich würde sagen, wir schauen uns erst die Scheune mal an. Hier hat er schon mal einen schönen Platz für Holz zu lagern. Schon wirklich sehr, sehr. Und hier geht's rein. Direkt schon mal ein Auto. Zwei Autos. Ja, Leute, wir haben hier auf jeden Fall Oldtimer. Hier steht ein alter Motor. Ja, Leute, das müsste ein Motor sein. Ja, gestellt von einem, ich hätte jetzt gesagt, Ente oder Käfer? Käfer? Käfer. Wahnsinn. Und überall Reifen. Mit Felgen. Und alles. Komplett ausgeschlachtet. Ach geil, sogar hier mit der Schaltung noch mit dem Hebel. Zum Schalthebel. Okay, wir gehen weiter. Ach du meine Güte, nein. Nein, was ist denn hier los? Die haben eine Hebebühne hier drunter rausgeklaut. Wer? Und Felgen, waren hier drauf. Leute? Ja, waren irgendwelche Leute, die haben die Hebebühne einfach rausgeklaut. Krass, oder? Krass, und dann haben die das auf die Reifen gestellt? Ja. Wahnsinn. Das ist halt ein Komplettumbau, ne? Geil. Ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen. So sieht das hier aus. Der hat ja auch mal was, ne? Also ich finde, der hat was. Was ist das denn für eine Marke? Ein VW Carmangia. Das sieht ja mal richtig geil aus. Wie aus so einem Zukunftsfilm. Und das ist wieder ein Käfer. Genau. Ja, und ansonsten haben wir hier noch eine Menge Teile stehen. Krempel. Hier kann man auch noch reingucken. Geil. Geiles Auto. Ohne Spaß. Geiles Auto. Wahnsinn. Hier geht's auch noch nach oben. So, jetzt sind wir hier oben und wir haben hier eine ganze Menge Teile für die Autos. Türen stehen hier einfach rum, irgendwelche Rahmen, Hammer, Ersatzteile. Ein Kreuz von 1898 bis 1983. Also auf jeden Fall kann man sagen, die Person, die hier gewohnt hat, die war autoverrückt. Wir gehen wieder runter, Leute. Okay, hier geht's auch nochmal lang, Leute. Wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Ersatzteile. Holz. Wir haben hier eine ganze Menge Holz. Ein Sägeblatt. Ja, und wieder Autoteile überall, ne? Wie verrückt. Okay, hier haben wir noch so eine Art, Scheune. Alles voll mit Holz. Dann gehen wir wieder zurück. So, wieder vorbei an den Autos. Geht es hier Richtung Wohnhaus. Okay, hier haben wir noch so ein bisschen, ja, Arbeitsplatz, würde ich sagen. Ja, alles verschrauben mal wieder, Kabel. Boah, kannst du ja beinahe schon gar nicht mehr lesen. Das muss auf jeden Fall alles schon sehr lange verlassen sein. Hier stehen auch wieder Türen und alles. Gehen wir weiter, hier haben wir Heizung. Also der war wirklich autoverrückt wie sonst was, ey. Auch hier überall Zeug dafür. Und auch Leute, woran man auch sieht, dass das hier schon was älter sein muss, die Decken hier. Also ich bin ja schon nicht groß, ne? Aber hier kommt mich aber schon gegen. Das ist verrückt. Ah. Okay, eine ganze Menge Einmachgläser, aber leer. Ja, das wird so eine Art Lagerraum gewesen sein, würde ich mal sagen, für Essen und Trinken. Alter, das sieht ja mal spannend aus. Die Kiste sieht ja mal interessant aus. Was haben wir denn hier drin? Handarbeit. Berichtsheft für die Berufserziehung im Tischlerhandwerk. Geboren 1950. Und die Lehrzeit war 1965, 66. Ja, dann hat er mit 15, 16 die Lehre gemacht als Tischler. Ach, krass. Ach du meine Güte, alles voll.
Kommt aus unserer Ecke. I, da sieht man es doch schon drin schwimmen. Die ganze Suppe. Die sind alle voll. Ja, die sind alle voll. Das ist wahrscheinlich irgendein selbstgebrannter. Ja. Wahnsinn. Krass. So. Hier in dem Raum auch wieder Einmachgläser ohne Ende, wie wir sehen. Aber auf jeden Fall so ein richtiger, ja, Sammler. Und wohl auch handwerklich begabt. Das lässt sich auf jeden Fall drauf schließen. Hier geht's nach oben. Ah, alles sehr klein und eng gehalten. So, jetzt sind wir in seinem Bereich. Hier ist sogar schon entkernt. Zum Teil, ja. Hier war mal das Bad. Hier kann man nach draußen schauen. Hier haben wir noch eine Couch. Ach krass, hier für die Garten ab zu mähen, ne? Ja, hier haben wir noch einen alten Ofen stehen, Leute. Wie geil ist das denn? Boah, hier wird's eisekalt im Raum. Das ist wahrscheinlich das Wohnzimmer, ne? Würde ich mal sagen. Eine Menge Krempel liegt hier rum. Über diese Gläser ein alter Schallplattenspieler. Altes Bügeleisen. Und diese Retro-Tapete. 80er, 70er. Und hier geht's nochmal weiter. Ein altes Plüschtier. Ja, und hier geht's weiter. Überall Krempel ohne Ende. Hier steht einfach ein Klo. Ach geil, ein altes Radio. Aber bis jetzt wirklich in jedem Raum diese Gläser, ne? Mhm. Ist ja auch aufgefallen. Unfassbar. Altes Kinderfoto, in schwarz-weiß noch. Da haben wir einen Kalender. Ich versuche mal vorsichtig zu schauen. 2003. Das heißt, es lässt sich darauf schließen, Leute, dass das Ganze hier seit 2003 jetzt verlassen steht. Das heißt, 18 Jahre verlassen, Leute. Das ist krass. Und da stelle ich mir jetzt die Frage wirklich, was ist mit dem Besitzer? Was ist passiert, dass man so etwas hier zurücklässt? Also ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr traurig. Okay, Leute, wir haben sogar einen Meisterbrief. Das heißt, er hat direkt nach seiner Lehre noch den Meister gemacht. Eine alte Kamera liegt hier auch noch rum. Das wäre jetzt viel zu krass, jetzt alles durchzuschauen. Aber auf jeden Fall schon mal spannend, was wir jetzt bis jetzt so gesehen haben. Ah, wie vom Bunker. Guck jetzt mal. Mhm. Wie cool ist das denn? Ja, Leute, ich würde sagen, es geht jetzt weiter nach Jack Daniels. Jetzt sag bloß nicht, da ist schon wieder ein Auto. Ja, muss ja nach oben erst. Erst nach oben, sagst du? Ja, ja. So. Hier Balkon, aber der geht nicht auf. Ja, Leute. Ja, auch schon relativ entkernt. Hier wieder ein altes Radio. Auch wieder eine Menge Kram. Eine ganze, ganze Menge Autofachzeitschriften. Ein weiterer Beweis. Aha. Von 2002. Schulsachen von 1984. Hier wieder Kalender. VHS-Kassetten. Zeitungsartikel haben wir hier auch. Zülpisch, das ist ja bei uns. Lol. Da waren auch 0,0 Promille für Fahranfänger von 18 bis 21 Jahren geplant erst. Die sieht auf jeden Fall einiges älter aus. 2005. Okay. Hier ein alter Ofen wieder. Kamin. Ach. Playboy-Hefte. Aha. Und natürlich wieder Autohefte. Also. Wahnsinn. Alles voll. Also wirklich. Autos, Frauen, überall. In Kartons gepackt, wo man auch hinschaut. Alte Spielsachen. Alles klar. Wir gehen zurück. Hier geht's noch lang. Das sieht. Boah. Ja, das war hier dann Küche und Wohnbereich. Hier steht die Spüle ausgebaut. Das ist ja mal krass. Und selbst hier liegen Autozeitschriften. Was haben wir denn hier? Silberkolloid. Hier liegen übrigens auch, wie ich gerade sehe, alles nackte Frauen. Hier liegen überall Kocken auf dem Boden.
Dann bin ich mal gespannt, wo wir hier noch hinkommen. Dachboden. Wow, Leute. Ein Teppich. Alter Sessel. Eine Badewanne. Das ist ja mal echt krass. Uralte Möbel, so eine Kiste. Ohne Ende Kram. Überall VHS-Kassetten. Kennt man ja von früher. Hier wieder alles Mögliche an Getränken, Einmachgläsern. Sieht auf jeden Fall echt krass aus. Wäscheleine. Unheimlich. Da hängt sogar noch was mit so Wäscheklammern. Krass. Ja, und hier mal alles Knöpfe auf dem Boden. Das sieht ja auch krass aus. Hammer. Also Leute, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Boah, mein Gott. Also Oster. Ach! Das sind ja Bienen. Eieiei. Ich dachte, das wären Fliegen gewesen. Da haben Bienen und alles. So. Wird mir jetzt aber langsam zu bunt. Aus dem Fenster. Idyllisch, Leute. Idyllisch. So, wir gehen runter und schauen uns die Autos noch an und dann sind wir durch hier. So, jetzt geht's hier noch lang. Käfer mit Aufbau. Ach krass, und der hier? Das ist wieder ein Kamangia VW. Ach, diese seltene, ne? Was relativ selten ist, ne? Hier überall noch mit Schlüsseln. Das heißt, ja, hier konntest du nochmal ja, Werkzeug und sowas reintun. Ja, das sieht ja immer echt geil aus, dieses Auto, ne? Unfassbar cool. Ach, hier geht's mit den Weibern weiter. Altes Grundig-Radio. Man kommt vor lauter Gucken nicht zum Ende. Ja, und das ist doch auch mal ein geiles Auto. Hammer. So. Hier kommen wir bestimmt irgendwo raus. Ja Leute, hier steht noch ein Auto. Ein Calibra 16V. Boah, eieieiei. Krass, auf jeden Fall. Ja Leute, in diesem Sinne war es das auch schon wieder vom Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abo, Kommentar, über Kommentare freue ich mich auch immer. Oh ja, ansonsten bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.